Also so oft habe ich noch nie ein Intro gedreht wie das hier. Servus Männers, ja, willkommen zurück. Und zwar erreichen mich dann doch in letzter Zeit immer mehr Anfragen über die ganzen Maschinen und Anlagen, die ich hier in der Werkstatt verwende und zu meinen Restaurierungen benutze. Und die häufigste Anfrage in letzter Zeit war, zeig doch bitte mal den Polierbock, was eigentlich früher mal ein Schleifbock war, den ich mir umgebaut habe, dass ich die ganzen Chrom- und Alu-Teile, die so bei einer Restaurierung anfallen können, dann polieren kann. Ich habe in der Vergangenheit immer mal schon so das ein oder andere kleine Video gedreht, wo ich auch so eine Maschine oder eine Anlage mal vorgestellt habe. Die verlinke ich euch mal hier oben in der Infoleiste, könnt ihr da nach und nach mal reinschauen. Und ich werde auch jetzt nach und nach in kleinen kurzen Videos immer mal noch eine Maschine vorstellen. Ihr könnt natürlich auch fleißig unten in die Kommentare reinschreiben, über, wenn ihr was mal so im Hintergrund seht, was das ist. Schreibt das dann einfach mal rein, wo auch großes Interesse da ist, was ich dann auch mal zeigen kann. Aber heute soll es jetzt erstmal hier um den Polierbock, der eigentlich mal ein Schleifbock war. Den stelle ich euch heute mal im Genauen vor. Los! So, also was haben wir hier? Hier steht mein ziemlich großer Polierbock. Der ist ungefähr 1,20 Meter hoch. Ich habe leider kein Typenschild mehr drauf gefunden, aber ich würde den mal um die Zeit von 1950 Baujahr ungefähr, zwischen 1950 und 1960, so in dem Zeitraum würde ich den ungefähr mal einordnen. Könnte auch vielleicht noch ein bisschen älter sein, aber ich denke mal so in dem Zeitraum, da wird der schon mal hergestellt worden sein. Der ist vom Vorbesitzer schon mal neu lackiert worden, also ist leider nicht mehr die Originalfarbe. Es war ja eigentlich mal früher ein großer Schleifbock. Und zwar habe ich den von einem alten Hufschmied. Und der hatte dafür keine Verwendung mehr. Ich habe mir jetzt hier die seitlich die Einhausung runtergebaut, dass ich hier die großen Polierscheiben verwenden kann. Ich verwende hier 400er oder 400 mm Polierscheiben. Obwohl ich eigentlich mit der Vorpolierscheibe hier fast gar nicht arbeite, sondern direkt hier mit der großen Nesselscheibe. Umdrehung ca. 1500, das reicht vollkommen aus zum Polieren, gerade was Aluteile und Chromteile betrifft. Ich habe mir dann hier noch ein ordentliches Licht dran gebaut, dass man auch was sieht. Und der ist brutal schwer beim Abladen vom Auto. Ich habe den mit dem Anhänger geholt und hier reingestellt. Das ist halt echt Wahnsinn gewesen. Also da haben wir locker 3 Mann gebraucht. Die Elektrik ist mal überholt worden, da hat man ein paar neue Schalter bekommen. Ist eigentlich kein großes Ding, der hat nur eine Stufe. Einmal ein und aus und schon funktioniert das. Ja, was verwende ich für Scheiben? Ich habe hier eine 400 mm Vorpolierscheibe. Das ist eigentlich so ein bisschen für die gröberen Sachen gedacht und auch so ein bisschen zum Reinigen. Ich habe aber festgestellt, bei den ganzen Aluteilen, die ich poliere, macht es wenig Sinn, die vorzupolieren, weil die meistens schon, wenn ich die von der Drehbank runternehme, in so einem guten Zustand sind, dass ich den hier direkt hier mit der Hochglanzscheibe, also mit der Nesselscheibe, dann hier polieren kann. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Wenn ihr euch einen Schleifbock zu einem Polierbock umbauen wollt, achtet darauf, dass der möglichst groß und massiv ist. Und dass der auch ordentlich Power hat. Ich habe vorher mit so einem kleinen gearbeitet, das hat Ewigkeiten gedauert, um da mal ein gescheites Ergebnis zu erzielen. Geht zwar auch, aber dauert halt dementsprechend länger. Wichtig ist, wenn ihr Teile aufpoliert, tragt auf jeden Fall eine Schutzbrille und einen Gehörschutz, weil es ist doch dann schon ziemlich laut und staubt auch ziemlich. Die Idee ist jetzt noch, dass ich hier vielleicht mal irgendwie mal eine Absaugung dran baue, dass ich hier nicht in meiner ganzen Werkstatt den ganzen Staub da rumfliegen habe. So, ja, zum Polieren oder für die Scheiben habe ich dann hier noch so verschiedenes Polierwachs. Einmal zum Vorpolieren, das ist so braunes Polierwachs. Und zum Hochglanzpolieren, dann gibt es halt hier noch so ein blaues. Ich habe hier noch so ein paar andere kleine Sachen hier, um was sich da so in der Zeit angesammelt hat. Hier gerade auch mal sowas für die Bohrmaschine. So kleinen Ecken, wo man dann doch schlechter hinkommt. Ja.
ist noch ein bisschen Polierwachs. Ja, im Großen und Ganzen war es das dann schon. So, ihr wollt jetzt ja auch sicherlich mal sehen, wie die Maschine läuft und was die auch für eine Power hat. Das werdet ihr dann da sehen. Also passt, wenn ihr sowas umbaut oder wenn ihr euch sowas selber baut, passt auf eure Finger auf, weil die sind ruckzuck weg oder mal gebrochen. Mir sind auch schon die Teile hier durch die Werkstatt geflogen. Echt übel, ja. Normalerweise soll der auch am Boden festgeschraubt werden, weil der doch dann mal durch die Werkstatt hier wandern kann. Schaut einfach mal in die anderen Videos oben rein. Da habe ich schon mal ein Video drin, wie ich eine Radnabe und auch kleinere Teile aufpoliere. Geht schon ganz gut ab, das Ding. So, ja, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen, auch vielleicht mit ein paar Inspirationen, wenn er sich auch einen Schleifbock zu einem großen Polierbock umbauen möchte. Wie gesagt, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Ansonsten sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder und ich wünsche euch natürlich noch ein schönes Weihnachtsfest. Bis dahin, haut drin. Ciao.